begrüße euch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu unserem Wortwechsel. Wir mussten heute ein bisschen jonglieren, um zu schauen, wer mitmachen kann. Zwei Personen, zwei Gäste wären es gewesen. Jetzt ist der Lukas Reimann, direkt aus dem Bundeshaus. Er hat noch eine Kollegin aus der Fraktion gefragt, aber es ist nicht gegangen. Im Moment müssen wir auch alle ein bisschen flexibler sein. Aber irgendwie ab 17. Februar, habe ich gehört, muss man nachher nicht mehr flexibel sein, dann wird alles wieder normal werden. Juhu! Hallo! Ja. Ja. Hi Lukas! Du hast gerade eine Kommissionssitzung gehabt, vorhin und morgen hast du auch, erzähl kurz, was ihr heute beraten oder was wir dann morgen am Abend werden lesen. Also ja, es ist halt die Rechtskommission, alles so ein bisschen Justizthemen. Wir haben einerseits über die sogenannten Knebelverträge zwischen den Online-Anbietern wie Booking, HRS, Expedia und den Hoteliers geredet, ob man das soll irgendwie einschränken oder nicht. Wir haben über die Strafprozessordnung geredet, also unter welchen Bedingungen können Staatsanwälte wie vorgehen, wann dürfen wir DNA-Spuren aufnehmen, wann nicht. Und morgen haben wir vor allem dann Zivilprozessordnung, was sehr technisch tönt, aber in der Praxis doch recht wichtig ist, weil man hat einfach festgestellt, dass wenn jemand zu seinem Recht kommen will, dann hat er immer weniger Chancen, außer er hat gar kein Geld oder er hat super viel Geld, dann geht's. Aber wenn er ein normaler Durchschnittsbürger ist, dann muss er zuerst Vorkosten vorschiessen, dass ein Richter überhaupt das mal anschaut. Wenn er am Schluss gewinnt, dann muss er das Geld noch zurückverlangen von dem, was er gegen ihn gewonnen hat vom Gericht und nicht irgendwie vom Gericht und kommt es oft dann gar nicht über. Und so gesehen möchten wir da ein bisschen mehr Zugang zum Recht schaffen für den normalen Durchschnittsbürger oder für das kleine KMU. Und ihr, das wird jeweils nachher zum Beispiel in der Presseinfo am Abend rausgegeben, was ihr da... Ja, also nicht, es wird nicht im Detail rausgegeben, wer wie abgestimmt hat, aber anhand von der Minderheiten oder die Minderheit sind und möchten, dass da im Rat abgestimmt wird, die unterschreiben dann. Und anhand von dem siehst du dann schon ungefähr, wer dafür war und wer dagegen war. Und es wird einigermaßen transparent informiert. Von Booking und all deinen Reservationsplattformen oder die Macht, die die haben, das wird ja. Das Gast gewährt, also werden unsere Hotelier, die nimmt den Wunder, was, woher der Weg geht, oder? Können Sie den morgen am Abend über das lesen? Das werden Sie auf jeden Fall können. Ja. Und Sie werden sich freuen. Ein Teil wird sich freuen, weil ich habe im Vorfeld auch mit verschiedenen Hoteliers geredet. Und grundsätzlich sagen wir jetzt in meiner Region, sagen alle, wir sind sehr froh, dass es die Plattformen gibt, weil anders kennen wir auch viele Kunden gar nicht an. Aber gleichzeitig sind sie eben auch nicht froh, weil die Plattformen immer mehr wollen und zum Teil sehr weitgehende Verträge schliessen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, es kann sich heute kaum mehr jemand erlauben, um nicht präsent zu sein auf diesen Plattformen. Das ist genau, das ist bekannt, oder? Beide Seiten der Medaille, oder? Das Marketingmotor, ja. Aber auch das Machtspiel, oder? Ja, Lukas, wir haben ein paar Themen, wenn ich Zeitungen lese in den letzten zwei Wochen und so, und interessant finde, im Bereich Forschung ist ja die Schweiz im Moment aus dem Horizon-Programm rausgefallen worden. Und da frage ich mich schon länger, das ist ja ein politisches Spielchen. Das geht ja da nicht darum, dass es irgendwie ein rationaler Erfolg ist aus irgendetwas, sondern die Schweiz hat beim Rahmenvertrag auf einmal gestoppt und jetzt schmollt die EU. Und wenn das ein politisches Spielchen ist, kann man da nicht juristisch die EU zwingen, dass sie die Schweiz wieder ins Horizon aufnimmt, weil sie ja nur ein Spielchen ist. Die EU darf keine Spielchen spielen. Oder wie sieht das aus? Es gibt ja, das ist der Vorschlag, den die Economy Suisse heute gemacht hat. Die Schweiz hat die EU verklagen, wegen Vertragsbruch. Und also ich unterstütze da grundsätzlich. Ich finde schon, die Schweiz müsste sich mehr offensiver, aktiver wehren, wenn die EU jetzt so Spiele spielt. Das Lustige ist ja, gleichzeitig tut sich die EU beschweren darüber, dass der Ruf von der EU in der Schweiz schlecht sei und das Image. Und man müsste da irgendwie
besser über die EU reden, aber wenn natürlich die EU so handelt, dann muss sie sich ja nicht wundern, wenn die Schweizer Bevölkerung sich also nicht viel Gutes findet an der Europäischen Union. Es gibt auch verschiedene Journalisten, Leute, die schreiben, dass zum Beispiel das Ringen darum, dass die Schweizer Forschung EU-Geld bekommt, der Aufwand für zu diesen EU-Geldern zu bekommen, all die Spielregeln, die man einhalten muss, der Papierkram, das Lobbying, die Nerven, die es braucht, zum Texte gendergerecht schreiben im Antrag und so. Der Aufwand, wenn man sich den sparen würde, man glatt 10, 20 Millionen im Jahr gewinnen, oder? Also Geld, Zeit und Nerven kosten ja auch Geld, oder? Und dann können von Anfang an schon gar nicht mehr im Horizon mitmachen. Es gibt doch auch Leute, die sagen, Großbritannien, USA, Israel. Und man liest aber nichts von irgendwelchen Efforts, dass man irgendwie auf Israel, in die USA. Weißt du etwas? Geht da gar nichts? Getraut man sich nicht, auf Israel zu gehen? Oder was ist? Oder wissen also mit die meisten Forschungskooperationen weltweit gesehen hat die Schweiz ja mit amerikanischen Forschern. Und nachher kommt erst die europäische Forschung, glaube Deutschland, dann Frankreich, Italien. Aber also wichtig ist bei der Forschung aus meiner Sicht schon, dass man weltweit sich kann austauschen und weltweit kann die Forschungen vergleichen, verbessern und so die besten Leute zusammenbringt auf der ganzen Welt. Und wenn die EU da die Schweiz nicht will, dann glaube ich, schadet die EU vor allem die EU selber, weil die Schweizer Unis und die Schweizer Forschung, die sind auf einem sehr hohen Niveau und auf einem sehr guten Niveau. Und wenn man so schaut, die 10 besten Unis von der Welt in ganz vielen Wissenschaften, da sind immer Schweizer dabei, Amerikaner, Engländer, aber sehr selten mal irgendjemand aus der Europäischen Union. Was nicht heisst, dass man nicht gemeinsam forschen mit den Europäern, da bin ich ja auch dafür, aber das liegt im Moment wirklich nicht an uns, sondern da ist die Europäische Union, die da sich und der Forschung generell schadet. Aber nicht von uns aus gesehen, ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist vor allem, dass die Schweiz einfach auch Geld an die Schweizer Forschung gibt, anstatt dass man es irgendwo halt in einen europäischen Rahmen einzahlt, und ich meine Fragezeichen habe. So etwas Ähnliches sagt auch der Jakob Plattmann, der uns gemailt hat. Jakob Plattmann von Niederhasli, er sagt, die Gegenmaßnahme könnte einfach sein, keine Kohäsionsgelder rauszulassen, sondern genau die für inländische Forschung investieren. Und dann findet er hat noch ein andere Schrüble zum Anziehen. Der Herr Plattmann, Studentenaustausch inklusive die Vergabe von Lehrstühlen mit der EU suspendieren. Er sagt, es ist nicht unbedingt schlecht, dass wir internationale Vermischung haben an der Universität, aber wir könnten einfach auf einmal ein bisschen Pause machen und so. Oder falls der EU insgesamt das Interesse an guten gegenseitigen Beziehungen fehlt, müssten wir uns situativ bessere Freunde aussuchen. Also eben, da haben wir vorhin darüber geredet, das ist der Vorschlag von Herrn Plattmann. Es ist interessant, dass Frau Hirayama, sie ist unter dem Bundesrat Parlement so die oberste Chefin vom Forschungsplatz Schweiz, sie sagt sehr wohl, dass es eben politische Spielchen sind und dass beide Seiten Verlust machen. Also beide Seiten tut es weh. Und da frage ich mich manchmal, wissen das die entscheidenden Leute in Brüssel nicht oder wollen sie es nicht wissen oder warten sie einfach, bis wir genug laut schreien und dann geben sie dir schon nach. Was ist die Haltung in Brüssel? Das ist komisch, oder? Also ja, ist total komisch. Am Montag war ja das Treffen wieder, wo der Bundesrat Cassis verschiedene Leute aus der Zivilgesellschaft getroffen hat. Unter anderem bin ich als Vertreter für Towns auch dort dabei gewesen. Und es gibt ja doch viele, also zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer Südbaden, also eine von den wichtigsten in Deutschland, die fordern die Bundesregierung und Brüssel aufzuhören mit diesen Spielen und wieder zum geordneten Rahmen zurückkehren mit den
mit der Schweiz, also selbst die Akteure, die früher eher ein bisschen gepusht haben bei der 8-Tage-Regelung, sind jetzt der Meinung, man sollte aufhören mit dem. Und ich habe dann gefragt, von wo kommt die Stichelei, oder? Mhm. Wo am Schluss niemand nützt. Und die Antwort war, das kommt nur aus dem politischen Kreis aus Brüssel. Es kommt da mal überhaupt nicht von irgendwie der Wirtschaft oder grenznahen Kontakt. Im Gegenteil, sind Nachbarstaaten eher noch die, die versuchen, zu deeskalieren. Das sind zwei deutsche Industrieverbände, die auch öffentlich gesagt haben, jetzt müssen wir dann langsam wieder zusammen zu Schlag kommen. Und dort habe ich gleich den Eindruck, jetzt langsam bewegt sich ein bisschen etwas und die EU hockt, kann nicht mehr allzu lange einfach auf ihrem fixen, blockierten Sitz rumhocken. Oder? Sie werden sich langsam mal müssen bewegen. Also, eben, der Bundesrat Gassis war in Berlin. Hat eigentlich mit der Spitze können reden, an einem Tag drei Leute. Und das macht ein bisschen Hoffnung, oder? So. Erzähl nochmal, wenn das ist so ein informelles Gespräch, das der Bundesrat macht mit Leuten aus der Zivilgesellschaft, wer das auch immer ist. Da bist du als Amtspräsident jeweils drinnen. Wie verbindlich ist das einfach so eine Plauderrunde? Ich meine, er will ein bisschen Meinungen hören. Was ist die Idee von dem? Also beim ersten Mal ist sicher in die Richtung gegangen, dass er einfach mal alle Meinungen hat wollen hören. Also es ist nicht nur Towns vertreten, es ist auch noch Autonomie Swiss vertreten durch den Hans-Jörg Bertschi, Transportunternehmer, der EU-kritisch ist, und die andere Plattform, die EU-kritisch ist, vertreten durch den Heinrich Fischer, CEO von Hilti. Und pro Seite, also die EU-Befürworter oder EU-Freunde, die sind vertreten durch den Erich Nussbaumer von der NEPS, Christa Markwalder, Gesellschaft Schweiz Außenpolitik und Voraus, so eher eine junge Plattform, die aber auch eher pro-europäisch eingestellt ist. Und da sind noch verschiedene andere Akteure aus der Wirtschaft. Wie viel circa sitzen da im Raum? Also beim ersten Mal sind je drei Vertreter gewesen. Ja. Also ich würde jetzt sagen drei kritische und drei pro-europäische oder pro-EU nicht. So pro-europäisch sind wir ja alle. Aber jetzt da mal bei der zweiten Runde ist es ein bisschen grösser gewesen. Ich meine, wir haben dort auch vereinbart Chatham-Rules. Also man sagt nicht im Detail, wer hat was. Ja. Seid vor Ort, aber wer dabei war, ist in dem Sinne kein Geheimnis. Dann war noch Frau Epine von Swiss Universities, die natürlich gerade über Horizon geredet hat. Mhm. Und dann hat es so Vorträge gegeben, wie man es machen könnte, vom Herrn Ambühl, vom Herrn Gauthier, vom Herrn Gerber. Und da ist jetzt schon einiges in Bewegung, aber nicht unbedingt in unserem Sinn. Also, dass man jetzt doch wieder anstrebt, eine Paketlösung zu finden, neu mit der Europäischen Union. Da kommt man schon wieder der EU entgegen, weil eigentlich hat man im ersten Treffen noch mehr gesagt, man möchte schauen mal ein Thema, zum Beispiel Strom oder Gesundheit, wo es Interesse gibt auf beiden Seiten. Und dann können wir in diesem Bereich über das raus auch institutionell etwas regeln. Aber jetzt möchte man schon wieder generell paketmäßig, also das wäre ja dann wieder ein Rahmenabkommen, wenn man es anders nennen würde, etwas machen und das fände ich natürlich auch nicht gut. Ja, irgendwo gelesen, der Bundesrat Gassis nennt das die Agenda der Schweiz, so tut das im Moment irgendwie nennen und das müssen wir irgendwie jetzt eben zusammenbringen mit der Agenda der EU und schon sind wir wieder bei einem Paket, oder? Genau. Ja, mit der EU nichts anderes wird. Und, ja. Also mein Eindruck war jetzt ein bisschen, dass das Ziel von diesen Essen einfach ist, alle fühlen sich eingebunden, alle sind dabei, alle dürfen mal ihre Meinung sagen und dann gibt es am Schluss weniger Widerstand gegen das Ganze. Aber das ist natürlich, also das kann man nicht mit einem feinen Nachtessen mit dem Bundesrat ruhig stellen, wenn am Schluss das Paket nicht stimmt und weiterhin fremde Richterinnen sind und weiterhin dynamische Fortsetzung von fremdem Recht drin ist, wo die Demokratie kaputt macht, dann werden wir weiterhin müssen dagegen kämpfen, trotzdem, dass wir jetzt da im Vorfeld eingebunden worden sind. Wenn jetzt du
könntest sagen, wir machen es jetzt so. Was würdest du jetzt gerade als Lösung? Eben, du würdest sagen, nein, nicht wieder ein Paket, nicht eine Agenda der Schweiz, sondern. Gut, ich würde wirklich gar nichts machen, jetzt gerade sofort. Weil ich sehe keinen Handlungsbedarf, dass es irgendwie einen Bereich gibt, wo wir jetzt ganz, ganz, ganz dringend mit der EU etwas müssten regeln. Aber gleich mal wird es doch ein bisschen dringend. Hier, wie? In den Marktzugängen, in den verschiedenen Marktzugängen. Kann man da jahrelang jetzt warten? Also gut, also solange nicht irgendwie bestehende Abkommen gekündigt werden, die sind ja auf unbefristete Zeit bestehend. Solange ist eigentlich in diesem Bereich nicht gross Handlungsbedarf. Mit dem Freihandelsabkommen ist schon mal 80-85% geregelt. Dann haben wir die technischen Handelshemmnisse, die in den bilateralen 1 und 2 drin sind, die aber nur schon die, es machen ganz wenig aus vom Gesamten. Medtech ist jetzt auch so ein Thema, wo die EU uns quasi wieder hat wollen Stein in den Weg legen, aber da die Medtech-Branche sehr früh sehr gut reagiert hat und sehr schnell über Tochtergesellschaften innerhalb von der EU die Bewilligungen geholt hat, hat man es dann können. Also da hat es nicht gross wehtun. Es könnte mehr wehtun, wenn es dann um Maschinenindustrie geht, weil es dort doch deutlich mehr Unternehmen sind, die ich jetzt behaupte, die auch nicht so international flexibel sind, dass sie einfach schnell mit einer Tochtergesellschaft irgendwo die Zulassungen bei der EU holen. Aber ja, das müssen wir dann schauen, wenn es so weit ist. Im Moment sehe ich zumindest von der Schweiz aus nie einen ganz dringenden Handlungsbedarf. Und nochmal zum Horizon da, zur Forschungszusammenarbeit. Da, also unsere Unis sagen schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ist es so schlimm? Gut, am Schluss ist es wahrscheinlich bei der Forschung wie bei den Produktverkäufen, wie bei allem auf dieser Welt. Wenn du etwas Gutes forschst und eine gute Ausbildung hast und ein gutes Projekt bist, dann ist jeder auf der Welt daran interessiert. Und da gibt es eine Lösung. Dann gibt es eine Lösung und wenn du gute Produkte willst verkaufen, dann wirst du die können verkaufen, nicht mit oder ohne Verträge mit der EU. Das zeigen ja Zahlen sehr eindrücklich, dass wir in den USA, in Asien, in Ozeanien sogar die viel, viel höhere Wachstumsrate haben als in der Export mit der Europäischen Union. Obwohl wir in all den anderen Märkten keine so bilaterale Verträge haben oder einen gemeinsamen Binnenmarkt. Ich höre oft dort so ein im größeren Bild, dass die Leute sagen, ja, die Welt ist halt komplex geworden und darum ist es nicht so einfach, oder? Ja, weil es komplex ist, ist es nicht einfach. Und dann denke ich mir manchmal, ja, es wird manchmal auch ein bisschen als komplex aufblasen. Man blasst es einfach als kompliziert auf, weil man irgendwie... Weil man vielleicht auch lebt von einem komplizierten System und es könnte eigentlich auch einfacher gehen. Geht es ein bisschen in die Richtung, was du jetzt sagst, oder? In Sachen mit der Europäischen Union, ja. Und ich finde sowieso, wir diskutieren da im Moment sehr, sehr technische, juristische Sachen, oder? Wer wird am Schluss können entscheiden, welcher Gerichtshof über eher Detailfragen? Und wir haben gleichzeitig an der Grenze Ukraine, Russland bahnt sich hoffentlich nur einen neuen Kalten Krieg an, wenn nicht einen richtigen Krieg. Und das sind dann wahrscheinlich Fragen, die Europa und auch die Schweiz am Schluss mehr bewegen, als jetzt die technischen Fragen von wo kann man einzelne Produkte wie einfach über Grenzen schieben. Und da stelle ich einfach fest, da wird es schon auch komplexer. Ich meine, früher war vor allem Amerika das Land, das gesagt hat, okay, wer mit dem Iran jetzt handelt, der darf nicht mehr mit den USA handeln. Und dann hat man halt mit dem Iran zumindest offiziell nicht mehr gehandelt, damit man weiterhin auch in die USA mit den USA Handel betreiben. Inzwischen hat man aber China, die so selbstbewusst auftritt, dass sie genau das Gleiche sagen, einfach mit anderen Ländern. Dann haben wir Russland und ich glaube einfach, die Schweiz ist ja ein neutrales Land und wir sind mit dem immer gut gefahren, mit der Neutralität. Wir haben das bei uns in der Verfassung drin. Aber die Neutralität
wirklich auch selbstbewusst zu verteidigen, das wird immer schwieriger, oder? Wenn du am Schluss hast, vor die Wahl gestellt wirst, entweder kannst du jetzt noch handeln mit USA oder China oder Russland und jeder sagt für sich, entweder mit uns oder mit den anderen, dann wird es wahrscheinlich für ein neutrales Land im Endeffekt nicht einfacher, aber es ist trotzdem die richtige Position für die Schweiz, weil das gewisse Land sollst du dich nie auf die Seite von einem oder von einem anderen mächtigen Stellen, sondern sollst versuchen, möglichst selber genug Militär haben, genug Selbstversorgung haben, genug Eigenversorgung, damit du möglichst unabhängig bleibst und nicht abhängig bist von irgendwelchen grossen Mächten. Und das, wenn die fallen, fallst du ja dann am Schluss auch, wenn du abhängig bist. Ja, das Thema Neutralität ist von den Hauptthemen von uns. Und dort haben wir ja in Sachen Ukraine-Krise hat die Schweiz ja bis jetzt, ich würde sagen, einen guten Job gemacht. Und das, ja, dass wir nicht allzu laut uns aus dem Fenster lehnen, aber Platz bieten für einen neutralen Ort, um sich zu treffen für die Streithähne rund um die Ukraine. Und ja. Also muss man auch sagen, die Schweiz ist sehr aktiv vor Ort und zwar aktuell zumindest im positiven Sinn, nämlich im Sinn von möglichst verhindern, dass es einen Konflikt gibt, wo dann wirklich Schüsse fallen, sondern beide Seiten an einen Tisch zu bringen. Und dank der Neutralität werden wir, obwohl wir ja jetzt mit in Europa sind, also quasi auf der einen von den beiden Seiten, werden wir von beiden Seiten akzeptiert als neutrales Land, wo das kann. Was wahrscheinlich in Europa kein zweites Land mehr wäre. Und dann müssen wir Sorge haben. Das ist, auf jeden Fall, ja. Wenn wir am Schluss noch ein bisschen, also ich habe noch ein Mail bekommen vom Erwin, ich sehe Vorname. Die Schweiz kauft von der ganzen EU mehr Handelsware ein als umgekehrt. Also die EU hat eigentlich mehr davon oder ist eigentlich sehr glücklich, kann sie von der Schweiz gute Maschinen, gutes Hightech einkaufen. Wenn ich in meinem Umfeld spreche und darauf aufmerksam mache, immer die gleiche Antwort. Das habe ich nicht gewusst. Wir Schweizer, und ich möchte auf die Tatsache drauf kommen, wissen wir Schweizer eigentlich von unseren Stärken? Oder haben wir irgendwie, wissen wir gar nicht, was wir in die Waagschale können werfen, wenn wir mal in einer Verhandlung drin wären? Also haben wir dort ein bisschen zu fest Understatement. Was würdest du sagen? Ja, total. Also ich meine, natürlich sind wir flächenmäßig und bevölkerungsmäßig ein kleines Land. Aber wirtschaftsmäßig sind wir kein kleines Land und müssen uns auch nicht verstecken. Also wir sind innerhalb der Europäischen Union, egal, es gibt verschiedene Rechnungen, egal wie man rechnet, immer bei den Top 5 dabei. Und wir tun tatsächlich viel, viel mehr Waren aus der Europäischen Union importieren, als wir die Europäische Union exportieren. Und von dem her ja, müssen wir uns da gar nicht verstecken, sondern sind wirklich ein wichtiger Partner für die Europäische Union, wo sich die Europäische Union nicht kann erlauben kann, um einfach uns irgendwie beiseite schieben oder das Gefühl haben, wir tun jetzt mit uns nicht mehr handeln oder was auch immer. Und wer das Gefühl hat, in Brüssel jetzt nach dem Brexit, oder wir können einfach weitermachen wie bisher, der hat schon nichts verstanden von dieser ganzen Entwicklung, dass sich vielleicht auch Brüssel mal müsste bewegen, wenn sie nicht wollen, einen Totalausfall von der Europäischen Union riskieren. Und an dem hat ja an sich auch die Schweiz kein Interesse. Ich stelle mir das so vor, so eine Aufstellung, irgendwie so zwei Spalten. Links siehst du Thema Strom und dann würde man irgendwie mit Kriterien das bewerten, wo sind wir richtig, richtig stark und vielleicht aber auch, wo sind wir verletzlich oder wo haben wir halt nicht viel in der Waagschale. Ein bisschen bös gesagt, wo könnte man der EU richtig wehtun und wo kann die EU uns richtig wehtun. Weißt du, und dann würden wir das irgendwie versuchen, mal jetzt. Gibt es so eine Aufstellung? Gibt es das? Im Bereich, was wären die Bereiche, Lukas? Strom sicher, Alpenverkehr, also Durchgangsverkehr, eben Unis, also die, ja,
wie stark ist eine Uni, wie fest ist das Renommee von der Hochschule? Also was man auch muss sagen, ist die 450'000 Grenzgänger oder ja. Noch mehr, die dann Europäer, die quasi in der Schweiz sich niederlassen haben, die da einen Job haben, die da Geld verdienen. Ja, sehr ziemlich einseitig, oder? Also, ja, dann habe ich irgendwo gelesen, dass Schweizer Unternehmen, also wo der Firmensitz in der Schweiz haben, innerhalb von der EU über 2 Millionen Arbeitsplätze nochmal zusätzlich innerhalb von der EU geschaffen haben. Also wow, über 2 Millionen Europäer dann einen Job bietet, oder? Was nichts ist. Nachher, klar, also beim Strom, da gibt es Punkte, die für euch sprechen und Punkte, die nicht für euch sprechen. Für euch sprechen sicher die Wasserkraftwerke, weil dort kannst du Strom quasi speichern, oder? Kannst, wenn du viel Strom hast, ja. Wasser pumpen und dann runterlassen. Und für euch spricht sicher Netzqualität. Also selbst der Strom zwischen Frankreich und Deutschland läuft sehr, sehr viel über die Schweiz, weil einfach unsere Netzinfrastruktur stabiler und besser gebaut ist. Aber von der Gesamtstromproduktion her, da hat die Schweiz halt schon Fehler gemacht und läuft jetzt in einen Mangel rein und darauf rein. Es läuft darauf aus, dass wir werden abhängig sein von ausländischer Stromproduktion. Und das ist natürlich dann eine grosse Gefahr, weil wenn, je nachdem, wie ein Streit zwischen der Schweiz und Europa eskaliert, heisst es dann plötzlich mal, ich will es ja dann nicht sagen direkt, wir stellen euch jetzt ab, aber das heisst dann vielleicht irgendwie, ja. Man muss technische Wartung, eine Woche lang gibt es jetzt für die Schweiz keinen Strom mehr. Genau. Sag mal, schnell Klammer auf, Mühleberg. Ist ja jetzt auch ein Jahr oder so, ist jetzt weg vom Netz. Aber das geht ja 5 oder noch mehr oder 8 Jahre lang, bis Mühleberg wirklich abgeschaltet ist, also abmontiert ist, sage ich jetzt ein bisschen salopp. Könnte man da nicht sagen, Abbauarbeiten stoppen, wieder reaktivieren? Und also ich weiss von einem Spezialist, dass Mühleberg eigentlich 10 Jahre lang hat der Schweiz noch dienen können. 10 Jahre lang wäre in Mühleberg noch sicher ein Strom gekommen. Ist man zu wenig flexibel, dass man jetzt würde sagen, Jungs, Lastwagen wieder zurück, lass zurückfahren, die Brennstäbe halt wieder rein tun, es wird ein bisschen kosten, die Übung, aber es ist immer noch besser, dass man dann 10 Jahre lang, also ist das eine blöde Idee? Es ist ja leider letzte Woche in der UREC, also in der Umweltkommission, sind entsprechende Anträge knapp runtergefallen, dass man einerseits eine Verlängerung machen konnte. Hat es versucht und... Ich glaube, ein neues Bauen, ein grosses, ist wahrscheinlich im Moment nicht mehrheitsfähig. Aber die bestehenden zu verlängern, solange sie sicher sind, oder dann neue Technologien zulassen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Siemens jetzt das erste Mini-Atomkraftwerk in Produktion hat. Das heisst, es ist wirklich ganz im kleinen Rahmen, gibt vielleicht für ein paar wenige Dörfer Strom. Aber der grosse Vorteil ist natürlich, du hast viel weniger Risiko. Wenn etwas passiert, dann ist nicht ganz halbes Land betroffen, sondern nur eine kleine Region, weil es dann viel kleiner ist. Und das wäre ja schon ein grosser Vorteil. Da könnte man quasi die positiven Effekte von der Atomkraft nutzen, ohne die grossen Risiken mitzutragen. Und so Zeug, also neue Technologien, finde ich, müssen wir unbedingt wieder zulassen und auch ermöglichen. Aber ja, Das ist natürlich eine Frage, die wir uns bei selber stellen in der Schweiz und wo jetzt weniger die EU uns dann zwingt, wir machen da oder da. Die EU selber ist ein Streit, ist Atom jetzt grün oder ist es nicht grün? Ja, einfach Deutschland gegen den Rest der Welt, aber ja genau ja. So ungefähr. Ja. Ja. Ja, ist interessant. Aber ich glaube eben, also Mühleberg, ich habe ja Wohnungen in Bern in der Nähe von Mühleberg, aber Richtung Bern-West, oder? Und am Morgen sind da mal Leute mit so wahnsinnigen Schutzanzügen aus dem Block vis-à-vis rausgelaufen. Und da habe ich mal gefragt, haben wir so Angst vor Corona? Und dann haben das Ausländer gesehen und haben die gesagt, nein, sie sind Strahlenschutzexperten, die da Mühleberg abbauen. Also ich glaube, das ist wirklich, ich bin jetzt schon viele Jahre im Weg gewesen, aber ich glaube, das ist wirklich im Gang. Ja, das geht jetzt noch jahrelang, bis die fertig abgebaut haben, oder? Und am Tag, wo sie es abgeschaltet haben, vor einem Jahr, haben ja gewisse Leute das Freudenfest veranstaltet. Und für mich war es eher ein Trauertag gewesen, also eigentlich ein dramatischer Tag. Aber ja,
Ja, interessant noch die Idee von diesen kleinen Kraftwerken, wenn nämlich ein paar Dörfer jeweils ihre eigene Stromversorgung hätten. Autark. Das klingt sehr interessant. Dann werden wir vielleicht auch einen grossen Stromausfall irgendwie können stemmen können. Ist ja nicht die Frage, ob so ein Blackout wird kommen, sondern wann er wird kommen. Ja, Das klar. ist sehr interessant. Das ist indirekt ein Ahnungsthema, wo wir uns nicht so wortwörtlich auf die Fahne schreiben, aber dass die Schweiz eigenständig muss sein, auch im Sinne von Selbstversorgung und nicht einfach die Abhängigkeiten von EU, von sonst vom Ausland muss möglichst klein halten. Das ist ein Ahnungsthema. Genau, also Ja. jetzt völlig egal, ob beim Strom, beim Medikament, bei Genau. den Nahrungsmitteln, bei was auch Ja. immer, je mehr du dich selber kannst versorgen und je weniger du aufs Ausland angewiesen bist, desto besser kannst du verhandeln und desto eigenständiger wirst du als Land bleiben. Und wenn du in irgendeinem Bereich brutal abhängig bist, dann machst du dich halt auch erpressbar. Und das ist immer schlecht für nachher internationale Verträge, weil du abschliessen, wenn du erpressbar bist. Und darum ich meine, klar wird Europa immer rein geografisch der wichtigste Markt für die Schweiz bleiben. Aber es ist sicher gut, wenn wir alle anderen Märkte auf dieser Welt auch können gut erschliessen und auch die Prioritäten setzen und nicht immer alles nur auf Brüssel fokussieren. Und wenn wir heute in all diesen Statistiken ein bisschen, also nicht ein bisschen, deutlich besser darstellen als der EU-Durchschnitt. Dann ist es ja nicht, weil wir alle Gesetze gleich machen wie die Europäische Union und alles gleich übernehmen, sondern weil wir überall vielleicht ein bisschen bürgernäher, ein bisschen weniger bürokratisch, ein bisschen weniger steuermäßig belastend sind Freier als die sind anderen. Und freier, ja. Also jetzt, danke vielmals, Lukas, dass du hast eingeschaltet hast, dass es geklappt hat. Ist eigentlich im Nationalratssaal der ganze bis am Abend 10 Uhr Licht, oder haben sie jetzt wegen dir das Licht angehalten? Nein, also ich weiß aus Erfahrung, um Mitternacht geht das Licht ab, dann ist plötzlich ein Moment auf den anderen Stock finster. Und du gehst jetzt noch ins Restaurant, aber etwas essen, ist noch offen? Das Restaurant, nein, das ist schon lange zu. Das macht um 5 Uhr macht es zu, da stellen sie Kaffeemaschinen an. Ja, Während der Selecta, Session ist noch. Snickers, Wie? Snickers aus dem Ja. Selecta-Automat. Das hat es, also während der Session, jetzt ist ja nicht Session, während der Session ist es natürlich am Abend auch offen, aber im Moment, wenn nur Kommissionssitzungen sind, muss man schauen, oder? Das ist jetzt wirklich für mich ein bisschen ungewohnt, ist kein Mensch da. Ja. Und von dem her ist natürlich auch du ein Restaurant, würde sich nicht rentieren, wenn das jetzt so wäre. Ja, und Mitte Februar werdet ihr nachher die Glasscheibe da, die Plexiglasscheibe abmontieren, nehme ich an, oder was? Also das Lustige ist ja, sie sind ja schon mal abmontiert worden. Aha, ja. Und dann haben sie ja wieder angemacht, darauf ab. Wir haben dann noch spekuliert, haben sie es echt vorgerührt oder haben sie es noch irgendwo gehabt, weil das braucht noch Platz, um das alles Ja. bewahren. Aber ich glaube, sie haben es noch gehabt. Also. Aber ja, wir hoffen, sie kommen jetzt weg und zwar für immer. Ja, genau. Ja, Menü müsste jetzt gute Beispiel als Vorbild müsste es ja machen, oder? Ihr müsst es herentun und dann müsst ihr es auch wegnehmen, dass man es schön gut sieht, dass es jetzt weg ist, oder? Wir schauen euch zu und das ist schon noch wichtig. Jawohl, ja. Genau. Danke vielmals, Lukas. Bist du da Danke gewesen? dir, Tom. Merci vielmals, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Habt ihr zugelassen? Der nächste Wortwechsel ist in 2 Wochen. Jetzt muss ich schnell die Agenda vornehmen. Am 17. Februar, Donnerstag, 17. Februar, vermutlich 17:30 Uhr. Schaut auf der Website von der AUNS, wenn genau, dass wir unseren nächsten Wortwechsel haben. Dann seht ihr auch wieder mit wem. Wir versuchen wie immer, etwa 2 bis 3 Gäste im Wortwechsel zu haben. Aber es war jetzt entspannt gewesen mit dir, Lukas. Wir sind ein bisschen tiefer gekommen. Merci allen, dass ihr da wart. Ich Danke wünsche dir. euch einen guten Freitag, ein gutes Wochenende allen miteinander. Schönes Ade! Wochenende, ja. Ciao, Tom. Ciao zusammen.